Danke für die netten Worte. Es freut mich auch mich sehr, dass ich hier sein kann heute. Also nochmal kurz, ich bin Christina Michel, ich bin in Vertretung von Gabriele Berg hier. Wir arbeiten an der TU Graz am Institut für Umweltbiotechnologie. Und unser Fokus liegt auf dem Pflanzenmikrobiom. Und das ist auch der Titel meiner Präsentation heute. Das Pflanzenmikrobiom, neue Erkenntnisse für eine diverse und zirkuläre Landwirtschaft. Wir leben momentan in dem Anthropozän, also das ist die Epoche, die quasi durch den Menschen geprägt ist. Und mittlerweile stoßen wir da auf viele Probleme und Herausforderungen. Und die intensive Landwirtschaft ist einfach eine wesentliche Ursache davon. Und man spricht auch von den planetaren Grenzen. Das sind quasi die Grenzen, die ökologischen Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen oder deren Überschreiten drastische Systemprobleme für die Erde bedeuten würde und auch das Vorankommen des Menschen damit. Und man spricht momentan von 9 planetaren Grenzen und von diesen 9 sind 6 mittlerweile überschritten. Und zu den 6 überschrittenen Grenzen gehören zum Beispiel die biochemischen Kreisläufe, also Stickstoff-Phosphor-Kreislauf, aber auch das Einbringen von neuen Substanzen, von neuen Organismen, die Biosphäre, das Artensterben und schlussendlich auch Land System Change, also wie die Landnutzung verändert wird, zum Beispiel Abholzung. Das sind alles globale Krisen. Ganz bekannte globale Krisen sind die Biodiversitätskrise, ganz bekannt in der Öffentlichkeit natürlich auch die Klimakrise, Verschmutzung mit Mikroplastik, die Stickstoffkrise und vor allem auch die Antibiotikakrise. Wir müssen lernen, umzugehen mit neuen Pflanzenpathogenen, steigenden Resistenzen gegen Pestizide, Pestizidrückstände in Nutzpflanzen und der Umwelt und zusätzlich noch Pestizideffekte auf Nichtzielarten und dadurch wieder Verlust an Biodiversität, an Pflanzendiversität. Und hier im Hintergrund sehen Sie in der Steiermark, wo ich herkomme, das drastische Problem des steirischen Ölkürbissterbens durch einen eingebrachten Pflanzenpathogen. Und welche Fragen ich heute versuche zu beantworten ist, was ist die Bedeutung des Pflanzenmikrobioms und wie können wir es für eine diverse und zirkuläre Landwirtschaft nutzen? Doch zuallererst, was ist das Mikrobiom? Das Mikrobiom ist die Gemeinschaft von Mikroorganismen, also die Mikroorganismen sind die Mikrobiota. Es können Bakterien sein, Archaeen, Pilze, aber auch Protisten und Algen. Und diese Mikroorganismen formen sich eine Lebensgemeinschaft. Sie bauen sich sozusagen Häuser und das Gesamte ist dann das Mikrobiom. Die Mikrobiomforschung hat sich entwickelt aus der mikrobiellen Ökologie, Biochemie, vor allem auch Bioinformatik und ist ein sehr junges Feld, circa 20 Jahre alt. Und es ist noch sehr, also wirklich sehr stark getrieben von neuen Technologien. Es kommen jährlich neue Technologien. Alte Technologien werden billiger, das ist auch ein großer Antrieb unserer Forschung. Und was ich immer wieder faszinierend finde, vor der Jahrtausendwende kannte man ca. 3% der Mikroorganismen und diese Bakterien waren im Normalfall bekannt als Pathogene. Deswegen herrschte lange der Konsensus, Bakterien sind schlecht. Mittlerweile, wo wir nahezu an 100% der Bakterien kennen, wissen wir, das stimmt nicht. Großteil der Bakterien sind gut. Und das Einzige, was all diese Mikroorganismen gemeinsam haben, wirklich das Einzige ist, dass sie klein sind. Und zu sehen ist hier ein Bild aus einem Konfokalmikroskop. Die großen Zellen hier sind Apfelzellen. Und diese kleinen gelben und roten Pünktchen, das sind die Bakterien. Es gibt viele Faktoren, die das Pflanzenmikrobiom beeinflussen, um einige zu nennen. Die räumliche Variation. So hat ein Apfelbaum in Österreich ein ganz anderes Mikrobiom wie ein Apfelbaum in Frankreich zum Beispiel. Temporale und saisonale Variationen. Das Mikrobiom im Winter ist anders wie das Mikrobiom im Sommer. Abiotische Faktoren, zum Beispiel Hitzestress, Dürre oder Starkregen haben einen großen Einfluss auf das Mikrobiom. Genauso die biotischen Faktoren, also welche anderen Organismen sind vorhanden, sind Pilzpathogene da, sind andere gute Bakterien da. Was mit dieser Folie los ist. Und dann natürlich landwirtschaftliche Praktiken, ganz
bekanntes Beispiel, zum Beispiel Pflügen, aber auch das Einbringen von Pestiziden und Düngern. Und schlussendlich hat auch die Pflanze per se einen Einfluss. So hat das Maismikrobiom einen anderen Wert, ein anderes Mikrobiom wie der Weizen. Aber zusätzlich auch noch haben die unterschiedlichen Weizenarten verschiedene Mikrobiome. Das können wir jetzt auch umdrehen, so nicht, welche Faktoren haben einen Einfluss auf das Mikrobiom, sondern was hat das Mikrobiom, welchen Einfluss auf die Pflanzen. Und das sind, wie Sie sehen, sehr viele. Das Mikrobiom bietet Schutz gegen Krankheitserregern und Schädlingen. Es stimuliert das Wachstum, vor allem direkt bei der Keimung. Es induziert Resistenzen, erwähnt schon, unterstützt während der Keimung. Und es hilft bei der Nährstoffaufnahme, auch durch die Produktion von Nährstoffen, Hormonen und Enzymen. Und vielleicht bekannt, die Knöllchenbakterien, sehr wichtig bei der Stickstofffixierung. Und die Fragestellung, die sich auch wir hier bei diesem Symposium stellen, es passiert derzeit ein Wandel. Und dieser Wandel ist getrieben durch diese Faktoren wie Industrialisierung, Globalisierung, partielle Überbevölkerung und die intensive Landwirtschaft. Und dieser Shift wird auch sehr schön auf dieser Grafik dargestellt. Und gerne zusammengefasst wird das als der globale Wandel, wie vorhin schon erwähnt, das Überschreiten der Grenzen der Erde. Wir haben den Klimawandel und die weniger bekannten Sachen, Verlust biologischer Vielfalt auf allen Ebenen, Tiere, Pflanzen, aber auch Mikroorganismen, Stickstoffkreislauf, der nahezu nicht mehr funktioniert und Schadstoffeintrag. Und um das Ganze noch zu ergänzen, haben diese Faktoren synergistische Effekte. Und wir wissen sehr wenig darüber, was diese Effekte für einen Einfluss auf das Mikrobiom haben. Und was generell das Anthropozän mit diesen Einflussfaktoren auf das globale Mikrobiom, welchen Einfluss es hat. Hier links können wir sehen, nennen wir es das ursprüngliche Mikrobiom. Und hier rechts sieht man das Mikrobiom, das heutzutage vorherrscht. Es ist weniger divers, es ist global homogenisiert, es ist weniger spezifisch und es hat mehr Resistenzen gegen Antibiotika oder mehr antimikrobielle Substanzen gegen antimikrobielle Substanzen. Und das alles unter dem Gedanken One Health, also der ganze Planet ist die Gesundheit des ganzen Planeten, führt diese Veränderung des Mikrobioms zu einer Dysbiose. Bei Menschen zeigt sich das gern durch chronische Krankheiten, aber auch multiresistente Erreger, die nicht nur in Krankenhäusern zu Problemen führen, sondern auch in der Landwirtschaft, bei der Tierhaltung, bei der Pflanzenzucht mit multiresistenten Erregern oder Resistenzen gegen Fungizide. Und wie kann nun das Mikrobiom dafür oder dagegen steuern, das Mikromanagement für einen gesunden Planeten sozusagen? Das Mikrobiom kann helfen bei nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Für das Klima, auch um den Erhalt der Biodiversität, Reduktion von Einbringern von Agrochemikalien und um Ausbrüche, wie wir sie gerade hatten, zu vermeiden. Hier können Sie sehen, die komplexen Kreisläufe, die das Mikrobiom in der zirkulären und nachhaltigen Landwirtschaft vollbringen muss oder die vorhanden sind. Wir haben hier einmal grundsätzlich, sagen wir, das Getreide zum Beispiel. Das Getreide ist verbunden mit der Erde, mit der Umwelt. Wir haben hier schon einige Links, wie ist das Mikrobiom mit der Umwelt verbunden. Der nächste Link hin zum Tier, wird das Tier kommt es auf die Weide oder wird gefüttert? Es ist hier eine Verbindung. Und natürlich dann über die Nahrung ist der Link hier zum Menschen. Und was für uns essentiell ist, wir müssen das Mikrobiom per se kennenlernen. Aber was vor allem auch essentiell ist, diese Verlinkungen, wie ist das Mikrobiom vom Boden mit der Pflanze verbunden, wie ist die Pflanze mit dem Tier verbunden und schlussendlich, wie ist das alles mit dem Mikrobiom vom Menschen verbunden. Und es gibt noch eine zweite wichtige Sache, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, von den 3% Bakterien sind wir mittlerweile auf annähernd 100% Bakterien. Und das ergibt natürlich immense Möglichkeiten. Es ergibt immens viele
Möglichkeiten, wie wir diese Mikroorganismen in die Landwirtschaft einbringen können, wie wir sie nutzen können, wie wir sie gezielt nutzen können. Und doch um das zu machen, muss man natürlich zuerst diese Links verstehen und erforschen. Es gibt mittlerweile schon einige Produkte, nur hier kurz eine Grafik, um zu zeigen, wie viele Produkte es schon gibt, die rein auf Bakterien basieren. Und schlussendlich ist die Produktionskette und die Verwertung von Tier- und Pflanzenprodukten aus der Landwirtschaft hat einen direkten Einfluss auch auf die menschliche Gesundheit. Und mittlerweile geht der Trend sowohl bei Tieren als auch und Pflanzen als auch bei Menschen von dieser Breitbandanwendung eher zu der gezielten Medizin. Zu sehen ist das auf mehreren Ebenen, wenn wir zum Beispiel sagen, durch Veränderung der Nahrung oder durch Veränderung, wie wir den Boden managen. Wenn wir dann gezielter gehen, wir können komplexe Communities einbringen. Beim Menschen ein klassisches Beispiel wäre dieses FMT, das Fecal Microbiome Transplant, also die Stuhltransplantation, was nebenbei die eindeutig effektivste Mikrobiom-Management-Methode ist, die es gibt mit 96%iger Erfolgsrate. So können wir auch in die Erde komplexe Communities einbringen. Wir können noch eine Ebene weiter darunter gehen, indem wir einzelne Stämme einbringen. Bei Menschen wären das die Probiotika, die man nehmen kann. Die gibt es auch für die Erde. Und dann der letzte Schritt, der noch eher in der Zukunft liegt, ist die Precision Medicine. Also wirklich das direkt auf einen Menschen, auf ein Individuum zurechtzubringen oder direkt auf einen Boden oder auf eine Pflanze zurechtzubringen. Und wie wollen wir das mit dem Mikrobiom erreichen? Also wir haben mehrere Ansätze. Der erste ist zum Beispiel Back to the Roots. Also wir untersuchen ursprüngliche Habitate, die noch nicht vom Menschen verändert wurden. Bei uns ganz gern benutzt werden alpine Räume zum Beispiel. Oder wir gehen mit Biokontrolle direkt ins Feld, unterstützen die Pflanze, schützen die Pflanze direkt im Feld. Auch ein wichtiger Faktor, die Biokontrolle nach der Ernte, um die Erntefälle auszugleichen oder die Nacherntefälle in diesem Fall. Und natürlich schlussendlich die Pflanzen, die wir essen und das essbare Mikrobiom. Es gibt mittlerweile mehrere Selektionen und Verfahren. Hier mein Kollege Henry Müller zu sehen, wie man die Bakterien in das Feld bringt, auf den Samen bringt. Ganz bewährt ist das hier zu sehen Seed Priming. Das heißt, ein Samen wird zum Beispiel in einer Bakterienlösung für mehrere Stunden geschwemmt. Die Bakterien können sich dann am Samen oder auch im Samen drinnen etablieren und helfen später dann im Feld dem Samen bei der Keimung oder unterstützen bei der Nährstoffaufnahme dann. Da gibt es mittlerweile schon mehrere Methoden. Man kann auch das ohne Seed machen, wenn man große Bioreaktoren hat, kann man einfach literweise Bakterien auf ein Feld aufbringen. Natürlich alles noch im kleinen Rahmen. Aber es gibt da viele Ideen. Und was ich vor allem spannend finde, ist der Samen. Der Samen ist eine Möglichkeit, wie die Mutterpflanze gezielt ein Mikrobiom an die Tochterpflanzen weitergeben kann. Also es wurde gezeigt, dass das kein zufälliger Prozess ist, welche Bakterien im Samen drin sind, sondern dass das wirklich gezielte Prozesse sind. Und überhaupt wurde bis vor, schätzen wir, 8 Jahren davon ausgegangen, Samen sind steril. Doch nun wurde gezeigt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Im Samen sind vermutlich die meisten von diesen guten Bakterien zu finden. Deswegen finde auch ich persönlich den Samen extrem spannend, da er einfach ein Riesenpotenzial bietet für diesen guten Bakterien, da wirklich die Mutterpflanze an die Tochterpflanze Bakterien weitergibt, die die Pflanze direkt am Start benötigt. Es gibt mehrere Schritte, wo man ansetzen kann mit der Mikrobiomforschung, also Schutz vor abiotischem Stress, was diese Hitze- oder Dürrestress wäre zum Beispiel. Schutz vor biotischem Stress, das wäre klassisch vor Pilzpathogenen, aber auch vor Insekten. Also es gibt auch Bioinsektizide mittlerweile. Und der Schutz für die Lagerung nach der Ernte.
also die Post-Harvest Protection, die gern auch mit Präparaten, mit Biologicals gemischt sind, dazu mehr in ein paar Minuten. Und schlussendlich gibt es noch das Microbiome Tracking oder Monitoring, kurz erklärt hier, anhand von Zuckerrüben. Bei Zuckerrübenlagerung verliert man momentan noch immer an die 40% aller Rüben. Und es wurde nun gezeigt, dass schon im Feld mit bestimmten Indikatorbakterien, zum Beispiel Lactobacillen, festgestellt werden kann, sind die Zuckerrüben lagerfähig oder nicht. Das birgt natürlich große Möglichkeiten, wenn die Technologien noch fortschreitender sind, dass man direkt ins Feld geht, sich das Mikrobiom der Zuckerrübe ansieht und schon weiß, kann man diese Zuckerrüben länger lagern oder müssen sie so schnell wie möglich verarbeitet werden. Und nun schlussendlich noch am Hand meines letzten Beispiels, den Äpfeln. Das hier war ein Projekt mit SchülerInnen und Kindergartenkindern, wo wir sich mehr oder weniger die Frage gestellt haben, was bedeutet das Mikrobiom für jeden selbst? Und wir haben das anhand dem uralten Symbol Apfel gemacht, weil Apfel vor allem in Österreich, jeder isst ihn, jeder kennt ihn, jeder hat ihn zu Hause. Und wir haben wirklich Erstaunliches gefunden. Erstens, jeder Apfel enthält 100 Millionen Bakterien. Das heißt, wenn Sie einen Apfel am Tag, one apple a day keeps the doctor away, weil Sie 100 Millionen Bakterien essen. Was wir weiters herausgefunden haben, wir haben untersucht Äpfel aus Bio und aus normaler Landwirtschaft. Diese 100 Millionen Bakterien sind sowohl auf den Bio- als auch auf den normalen Äpfeln drauf. Diesen Bakterien entkommt man nicht. Aber was sehr wohl anders ist, ist die Zusammensetzung. Und das sehen Sie hier anhand den Farben. Sie können sehen, sie unterscheiden sich. Das heißt, wenn Sie in den Garten gehen und einen Apfel direkt vom Baum essen, essen Sie andere Bakterien, wie aus von dem Apfel, den Sie im Supermarkt von konventioneller Landwirtschaft kaufen. Und man würde prinzipiell annehmen, diese 100 Millionen Bakterien sitzen am Äußeren des Apfels. Dem ist nicht so. Die meisten sitzen direkt im Fruchtfleisch, im Samen, in den Bereichen rund um den Stängel herum, am unteren Ende des Apfels. Die wenigsten sitzen außen drauf. Und was wir noch untersucht haben ist, in Österreich kann man im Winter Äpfel aus Südafrika kaufen. Wir haben untersucht, wie sich die Äpfel in Südafrika, sie werden eingeschifft, sind einige Wochen lang auf dem Schiff unterwegs, werden wieder gelagert, werden in den Supermarkt gebracht. Das verändert den Apfel. Und wir konnten zeigen, indem wir frische Äpfel aus Südafrika mit diesen Äpfeln, die diesen langen Weg bis nach Österreich hinter sich hatten, und haben das Mikrobiom verglichen. Und was sich zeigte, ist, dass... Vielleicht ging Ende dann, ja. Dass der Transport das Mikrobiom verändert. Und zwar haben Äpfel nach einer Lagerung ein verändertes Resistom. Und was bedeutet jetzt Resistom? Resistom bedeutet mehr oder weniger, dass mehr Bakterien vorhanden sind, die gegen Antibiotika resistent sind. Durch die Lagerung haben wir Bakterien, die Antibiotika resistent sind. Zusätzlich haben wir Bakterien, die gegen klinisch relevante Antibiotika resistent sind. Wir haben Bakterien, die gegen mehrere Antibiotika zur selben Zeit resistent sind. Alles nur durch die Lagerung. Das heißt, die einzige Message, die ich hier mitgeben kann, ist, essen Sie frisch und regional. Und hier eine kurze Beschreibung. Hier haben wir wieder Äpfel genommen. Und mit den zwei ganz bekannten Äpfelpathogenen Penicillium und Neofabrea inokuliert, hier an diese Ritzstellen. Und beim Apfel C haben wir zusätzlich noch Bakterien dazugegeben, gute Bakterien. Bei Apfel B wurde das sogenannte Hot Water Treatment, also Heißwasser Treatment angewendet, ein ganz bekanntes Treatment bei Äpfeln. Und bei A wurde eine Kombination aus diesen zwei. Also es wurde Hot Water Treatment mit den Bakterien. Und Sie können sehen, es ist das Pathogen, die Pathogenen konnten sich nicht durchsetzen. Also es
wobei sie sich bei jedem Einzelnen sehr wohl durchsetzen können. Aber die Kombination aus diesen unterschiedlichen Verfahren führte dazu, dass der Apfel lagerungsfähig wurde und die Pathogene nicht durchkonnten. Und wie verbinden wir nun das Pflanzen- und das Humanmikrobiom? Nochmal anhand vom Apfel. Wie ich schon erwähnt habe, wenn Sie einen Apfel essen, essen Sie 100 Millionen Bakterien. Und was wir zusätzlich zeigen konnten, diese Bakterien können die Magensäure überleben. Das heißt, sie können durch den Magen in den Darm wandern und den Darm besiedeln. Das heißt, sie essen zusätzlich Probiotika. Diese Bakterien haben antagonistische Wirkungen. Sie können Pathogene inhibieren. Zusätzlich haben sie auch noch andere positive Faktoren. Das heißt, man kann wirklich sagen, mit frischen Äpfeln essen sie Probiotika. Und nun kurz noch in eigener Sache. Ich forsche hauptsächlich am intermediären Weizengras. Wenn wir schlampig sind, sagen wir gerne mehrjähriger Weizen dazu. Ein mehrjähriges Getreide zur landwirtschaftlichen Anpassung an den Klimawandel, das ist in Form von NAPADIF. Es ist ein EU-weites Projekt mit Partneruniversitäten über die ganze EU. Und mein Forschungspunkt liegt, ob dieses mehrjährige Getreide ein natürlicheres und diverseres Mikrobiom hat und ob es ein stabileres Habitat für vor allem in meinem Fall Mikroorganismen, aber auch Makroorganismen wie Erdwürmer oder Käfer bietet. Und es wird morgen dazu auch im Open Space für alle, die mehr Interesse an diesem mehrjährigen Getreide haben. Genau. So, als Zusammenfassung mehr oder weniger. Das Pflanzenmikrobiom ist pflanzenartspezifisch. Es ist sehr divers und hochabundant. Es verändert sich während des Lebenszyklus der Pflanze. Es wird von der Mutterpflanze über den Samen an die nächste Generation gezielt weitergegeben. Es ist essentiell für die Pflanzenentwicklung und Gesundheit. Und es ist beeinflusst von Umweltfaktoren, inkludiert natürlich auch landwirtschaftliche Praktiken. Und was können wir jetzt tun? Wir können das natürliche Pflanzenmikrobiom als entscheidender Faktor für die Gesundheit nicht nur von Pflanzen, sondern auch für Umwelt, für ganze Ökosysteme ansehen. Wir können kombinierte Züchtungs- und Schutzstrategien entwickeln. Wir können nützliche Mikroorganismen gezielt fördern und somit auch die mikrobielle Diversität. Und wir können die Sterilität in unserem Leben überdenken. Hier noch einmal, esst frisch und regional. Und zusätzlich kann uns die Mikrobiom-Biotechnologie beim Erfüllen der Ziele für nachhaltige Entwicklung helfen. Die wurden von der UNO vorgestellt. Die Mikrobiologie kann uns dabei helfen, beim nachhaltigen Konsum und Produktion helfen, Maßnahmen zum Klimaschutz, auch für Leben unter Wasser. Es gibt ganz spannende Projekte, um Korallen wiederzuleben, mit gezielten Probiotika für Korallen, auch für Leben am Land. Also das Mikrobiom hat wirklich, bietet viele Möglichkeiten. Und ich hoffe, in diesem Sinne, im Sinne von eine gesunde Umwelt fördert einen gesunden Menschen, dass ich Sie nun überzeugen konnte, dass die Mikrobiomforschung einen wertvollen Beitrag für die Bioökonomie leisten kann und vor allem auch für die Lösung von globalen und regionalen Problemen hilfreich sein kann und auch eine Möglichkeit, um die Probleme zu verlinken, um sie besser zu lösen. Und somit möchte ich noch meiner Professorin Gabriele Berg und meinem Supervisor Tomislav Czernava danken und natürlich dem ganzen Team von der Umweltbiotechnologie der TU Graz. Und alle, die nun noch mehr Interesse haben an dem Mikrobiom, mein Kollege Matthias Schweizer hat hier einen Kurs entwickelt auf iMOOCs, gratis zugänglich, Microbiome and Health. Er ist auf Englisch, er beschäftigt sich zum großen Teil mit dem Mikrobiom von Pflanzen oder auch der Umwelt, aber auch zum Menschen. Und es ist wirklich gut mit Videos aufbereitet, mit guten Bildern und
Erzählungen, so dass man sich das gut merken kann. Und somit danke für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich über Fragen freuen. Ja, vielen Dank. Ich finde das immer noch so faszinierend, dass die Pflanze über den Boden, nehme ich mal an, Bakterien in sich aufnimmt, ja, die irgendwie durch die Pflanze transportiert und oben im Samen ablagert und das eben ne, dem Weiterkommen dient, weil es, jetzt stehe ich mittendrin, weil es eben das Wurzelverhalten zum Beispiel dann des Keimlings verändert. Also wie macht die Natur das? Ja? Also I don't know. Gut, Fragen. Also ich gehe mit dem Mikrofon dann rum, damit das dann gut aufgenommen wird. Ne? Hallo, danke erstmal für den Vortrag, super interessant. Ich habe eine Frage und zwar, du hast den Vergleich gezeigt, regionale Äpfel und die Äpfel aus Südamerika. Nun sind wir in unserer Klimazone ja darauf angewiesen, dass wir auch Gemüse lagern. Habt ihr da auch schon Studien? Also wenn ich meine Äpfel jetzt im September ernte und bis März vielleicht essen möchte, dann habe ich auch eine gewisse Lagerung. Verändert sich das da? Und meine zweite Frage, und vielleicht können wir uns da alle bei einem Bier später auch noch drüber unterhalten, es geht ja auch immer so ums Geld. Ja, wie weit seid ihr da mit der Forschung und wie geht ihr auch an Landwirte ran und überzeugt die, dass das, also aus dem Idealismus rauszugehen und zu sagen, ey, im Endeffekt ist es gut für unsere Gesellschaft, aber wir müssen über Geld reden. Wie weit seid ihr da mit eurer Forschung? Okay, zuerst danke für die Fragen und zur ersten Frage. Es gibt jetzt nicht direkt eine Studie, oder es fällt mir zumindest nicht ein, zur Lagerung am selben Standort quasi, aber es vermutlich wird auch dort das Mikrobiom verändert. Also es wird nicht daran liegen, dass das auf dem Schiff passiert, sondern es wird vermutlich auch hier in den Lagerstätten zu Veränderungen kommen. Vielleicht nicht so drastisch das Resistom, weil irgendwo müssen die antimikrobiellen Bakterien auch herkommen. Aber prinzipiell ist die Lagerung natürlich, aber das muss man natürlich auch immer, es ist ja nicht per se schlechtes zu lagern jetzt, also das ist, aber falls man die Möglichkeit hat, ist natürlich frisch besser. Und zur zweiten Frage, was nicht wirklich, oder es ist halt, wir sind in der Grundlagenforschung tätig, das heißt, wir sind nicht gezielt daran interessiert, marktfähige Produkte zu entwickeln. Es ist auch noch sehr schwierig, ein ganz klassisches Beispiel ist die effektiven Mikroorganismen, wo man nicht genau weiß, was man einbringt, ist kein Problem. Aber sobald man weiß, welchen spezifischen Stamm man einbringt, braucht man Approval von der EU-Seite wiederum. Das heißt, es macht alles kompliziert, es ist extrem schwierig, zeitaufwendig, für eine Universität nicht möglich, mehr oder weniger durch diese Zulassungen zu gehen. Es gibt wenige Produkte. Sie werden auch, also diese Biodünger gibt es durchaus schon einige am Markt, die genutzt werden auch. Auch Biopestizide werden immer mehr benutzt. Aber ich würde es jetzt nicht als grundlegendes Ding der Universitäten sehen, da auf die Landwirte in diesem Sinne zuzugehen. Und ja. Okay, Jen. Ja, hallo, danke nochmal. Ja. Also zur Vorstellung, man kann sich wirklich vorstellen, dass in einem Samenkorn, das ja durchaus, keine Ahnung, mehrere Jahre aktiv ist, also sich lebende Mikroorganismen befinden. Also auch über diese Zeitspanne. Genau. Also die überstehen da 3 Jahre 40 inaktiv Jahre, und 100 wachen Jahre. Dann auf und es ist da ein vollständiges Mikrobiom da. Genau. Okay, sehr faszinierend. Also wir haben momentan sogar eine Studie laufen von Samen, die 40 Jahre gelagert wurden. Wie hat sich das Mikrobiom in den Samen gelagert? Ich habe leider keine Ergebnisse dazu noch. Aber ja, im Grunde reicht es, die Bakterien zu aktivieren, nennen wir es. Wir lassen die Samen dazu 4 Stunden im Wasser liegen und danach sind die Bakterien aktiviert und wir können sie analysieren. Und die sind nicht mal, also die sind nicht außen, sondern die sind im Samen drin. Im Samen drin. Was wir sterilisieren die Samen von außen, sodass wir wirklich nur die Bakterien, die direkt innen drinnen sind, analysieren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hätte auch 2 Fragen. Und zwar die eine, forschen Sie auch mit Mykorrhizien in diesem Zusammenhang?
und wie grenzt sich das ab? Und auf der anderen Seite hinsichtlich Fruchtfolgenoptimierung, haben Sie da irgendwelche Forschungen oder Erkenntnisse oder Referenzen? Das wäre sehr interessant. Ja, danke. Also ich persönlich vor allem bei dem mehrjährigen Getreide forsche nur an den Bakterien. Wir haben Kooperationspartner, die direkt an den AMF, also der Mykorrhiza, arbeiten, die sich wirklich direkt die AMF anschauen, was natürlich bei Getreide super relevant ist. Wir direkt an meinem Institut forschen nicht daran, aber es gibt unzählige Studien, die sich nur mit der Mykorrhiza beschäftigen. Und die Mykorrhiza sind auch spannend für die Fruchtfolge, weil es gibt Getreidesorten, die keine Mykorrhiza ausbilden können. Das heißt, wenn man die in die Fruchtfolge einbringt, zerstören die natürlich die Ausbildung von diesen Mykorrhiza. Und man kann das entweder als Chance sehen, dass dieses Getreide das Mikrobiom mehr oder weniger zerstört und wieder Chance für ein neues gibt. Oder man sieht es als Problem, dass vorher jahrelang ein Mykorrhiza aufgebaut wurde und dann durch die Fruchtfolge wieder zerstört wird und wieder von neuem aufgebaut werden muss. Hat das die Frage beantwortet? Oder? Ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ja, aber mich würden Referenzen interessieren, aber das kann man ja im Nachgang machen, per E-Mail oder so. Ja, danke. Meine Frage ist, wenn man die Bakterien, also diese Lebewesen, im Apfel sind und im Getreide, im Apfel halten sie ja nicht so lange, aber im Getreide halten sie relativ lang, und wenn ich das Getreide ja esse, was passiert denn da mit diesen Getreidebakterien im Körper dann? Im menschlichen Körper? Im Optimalfall siedeln sie den Darm aus und bilden auch in unserem Darm, also wir sind auch interessiert, in unserem Darm ein diverses Mikrobiom zu bekommen. Also im Optimalfall überleben sie die Magensäure, können sich in unserem Darm ansiedeln. Ist das dasselbe Biomikrom wie im Getreide, was dann im Körper ist, im Darm? Nein, also ich kann jetzt keine genauen Zahlen benennen, wie viel Prozent sich vom Essen direkt ansiedeln können, aber was einen großen Einfluss spielt, ist, das Essen beeinflusst unser menschliches Mikrobiom. Vielleicht nicht im Sinne von, was ist auf dem Essen drauf, kann es sich bei uns einsiedeln, aber meine Bakterien bevorzugen gewisses Essen. Esse ich zum Beispiel vegetarisch mit viel frischem Gemüse, lieben meine Bakterien Ballaststoffe. Das heißt, sie wollen mehr Ballaststoffe, sie wollen immer mehr Ballaststoffe und können wachsen, wenn mehr Ballaststoffe da sind. Es führe ich jetzt hauptsächlich einfach raffinierten Zucker und fertig produziertes Essen zu, mögen das meine Bakterien, die auf Ballaststoffe leben, nicht so gerne und werden natürlich unterdrückt von anderen Bakterien, die mit den anderen Substanzen besser umgehen können. Also man muss das als flexibles, dynamisches Zusammenleben mehr oder weniger sehen. Tatsächlich ist das eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt und die ich mit in Veranstaltungen mitnehme, mit diesem, wie viel Prozent der Bakterien, die da in der Pflanze sind, überleben siedeln sich in meinem Darm an. Sind das 0,01%, 1%, 10%? Also wenn es da mal so Pi mal Daumen Forschungsergebnisse geben würde, also das finde ich spannend, weil das ist ja gigantisch, also das Potenzial an Bakterien, was da draußen ist, wenn wir uns vernünftig ernähren würden, was sich bei uns ansiedeln kann und dann unser eh schon verarmtes Mikrobiom dann doch wieder ein bisschen reaktiviert. Ne? Gibt es aber leider nicht. Also, das sollt ihr ja auch dann auch machen. Also es gibt immer wieder den Spruch, dass man das Weltall besser kennt wie das Darmmikrobiom. Ich habe eine Frage zu der Aussage eben in Bezug auf die Mykorrhiza. Ich habe immer gedacht, dass alle Gräser Mykorrhiza bilden und Getreide gehört da zur Familie der Gräser und war jetzt überrascht, dass es Getreidesorten oder Arten gibt, die keine Mykorrhiza bilden. Welches sind das dann? Es ist Reis, soweit ich weiß. Aber das war mit der Fruchtfolge, es war jetzt mehr auf die Fruchtfolge bezogen, also auf die Fruchtfolgenwechsel bezogen. Also wenn ich den Fruchtfolgenwechsel mit auch anderen, nicht nur Getreide mache, also genau. Ja. Ich gehe nochmal zu dem Thema davor mit der Verbindung von Pflanzenmikrobiom zu Humanmikrobiom. Ich komme nämlich tatsächlich aus der Humanmedizin, genauer gesagt aus der Geburtshilfe, und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Mikrobiom ja auch viel.
Und da gibt es ja eine total interessante Parallelbewegung, nämlich dass auch Dinge, die man steril geglaubt hat jahrzehntelang, also zum Beispiel das Fruchtwasser oder die Plazenta, jetzt weiß man inzwischen, die sind auch Mikrobiom besiedelt. Und genau, mit dem humanen Mikrobiom beschäftigt man sich da viel mit den Fragen Antibiotikagabe und so weiter. Aber ich sehe den Connex noch nicht so sehr oder würde mich interessieren, ob Sie mir da weiterhelfen können mit der Frage, wo forschen denn so Menschen wie Sie und Humanmediziner zusammen? Weil das ist ja genau die entscheidende Frage, was vom gesunden Pflanzenmikrobiom macht das gesunde Humanmikrobiom aus? Wo findet man diese Arbeiten? Mhm. Weil bislang habe ich das Gefühl, es läuft irgendwie ein bisschen zweigleisig. Mhm. Ja. Tut das tatsächlich, würde ich sagen, auch. Und es ist übrigens vor einigen Tagen in Nature von Thomas Ratter, also einem Professor an der Uni Wien, eine Studie rausgekommen, dass die Gebärmutter sehr wohl wiederum steril sein soll, wobei sie jetzt jahrelang für nicht steril gehalten wurde. Jetzt soll sie wieder. Also man sieht auch, da herrscht eindeutig noch kein Konsensus drüber. Und wir haben zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt, das irgendwie ein bisschen Nahrung, Pflanze, Mensch verbindet. Indirekt, wenn man, wie man einen Apfel zu sich nehmen soll. Also es gibt Apfelmus, es gibt getrocknete Äpfel, es gibt frische Äpfel, es gibt die verschiedensten Zubereitungsmöglichkeiten. Und wie beeinflussen die Bakterien und wie beeinflussen sie schlussendlich dann das Mikrobiom? Und also die Zubereitung per se von Essen hat einen riesengroßen Einfluss auf die Bakterien, was auch irgendwie Sinn macht. Ob ich ein Apfelmus, das stundenlang kocht, zerstört natürlich mehr von den Bakterien und beeinflusst dann wiederum das Mikrobiom. Ich fürchte nur, dass diese Studien einfach zu komplex wären, weil wir wissen noch nicht genug über das Pflanzenmikrobiom oder das menschliche Mikrobiom, um diese Verbindung direkt jetzt zu um das Ganze schon zu verknüpfen. Also ich bin ja als Apfelbauer ganz begeistert, wie oft der Apfel hier genannt wird, schon im ersten Vortrag. Also ich hoffe, dass das jetzt bei den anderen Vorträgen so weitergeht. Unser großes Thema ist natürlich Verzicht auf Präparate oder Pestizide oder Pflanzenschutzmittel oder Hilfsstoffe oder sonst was, egal ob jetzt konventionelle oder unkonventionelle oder ökologische Betriebe. Und die Lagerung ist natürlich ein Riesenthema. Wir wollen natürlich das ganze Jahr oder möglichst lange was von unserer Ernte verkaufen. Deswegen ist uns schon klar, dass die wertgebenden Inhaltsstoffe mit der Lagerung abnehmen. Aber was ich dann eben nicht verstanden habe, ob das jetzt Südafrika oder Südamerika oder wer weiß woher ist, dass da dann Antibiotikaresistenzen auftreten. Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen. Dafür müsste man die Sorte kennen und man müsste die Behandlung in dem anderen Land kennen und wie dann nach der Lagerung damit umgegangen ist. Also das war jetzt, das würde ich jetzt glaube ich, also so sehr ich eben für die Regionalität spreche, aber da wäre ich erstmal vorsichtig. Das müsste man noch ein bisschen mehr differenzieren. Für uns ist es natürlich ganz schwierig, bei den konventionellen Äpfeln ist es Standard mittlerweile Smart Fresh, da wird der Apfel behandelt und bleibt dann die ganze Zeit knackig. Und wenn die Verbraucher nur noch diese Äpfel angeboten kriegen, und das ist jetzt in den Supermärkten fast überall der Fall, sind die es nicht mehr gewohnt, dass ein Apfel welk wird oder vielleicht auch mal irgendwelche Stippen kriegt oder sonst irgendwas. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich den anderen Weg gehe und lasse natürlichen Weg zu, dann würde es mich natürlich interessieren, was verliere ich an wertgebenden Inhaltsstoffen und wie weit macht eine Lagerung dann Sinn? Ich meine, das mit den Antibiotikaresistenzen könnte sich auch dadurch erklären lassen. Antibiotika, also das wird jetzt ein bisschen kompliziert, Antibiotikaresistenzen sind ganz gern auf Plasmiden drauf und diese Plasmide können direkt von einem Bakterium zum nächsten weitergegeben werden. Deshalb hat man ein antibiotikaresistentes Bakterium mit einem Plasmid, kann es sehr schnell an den nächsten weitergegeben werden, die dann auch wiederum antibiotikaresistent sind. Das heißt, natürlich über einen Lagerungszeitraum fördere ich das Ganze. Das heißt, vorher hatte ich eines, was vielleicht kein Problem ist, aber über die Lagerung kann sich das vermehren und ich habe danach mehr. Prinzipiell, was natürlich Ideen sind, mit denen wir spielen, aber von denen wir natürlich noch weit entweg sind, weil es einfach noch so jung ist, die Forschung, aber wenn man an Upscaling denkt, dass man die Äpfel nach der Behandlung über ein Förderband bringt, das wird mit Biologicals, mit Bakterien besprüht und wird dann gelagert. Also in diese Richtung gehen unsere Gedanken, mit welchen Möglichkeiten wir hier mit Bakterien spielen könnten.
Okay, ich würde jetzt noch zwei kurze Fragen nehmen für zwei kurze Antworten und danach, ihr könnt ja immer noch Christina dann persönlich. Ich bin bis Sonntag da und genau. Kann. Also eine Frage war hier. Ja, Sie haben die Interaktion Pflanze-Umwelt und Pflanze zur Tochterpflanze schön beschrieben. Ich frage mich nun bei den neuen Züchtungsmethoden, wo diese Interaktion ja ausgeschlossen wird, CRISPR-Cas und so weiter. Wie schätzen Sie das ein, wie die Interaktion dann mit diesen künstlich gezüchteten Pflanzensorten mit der Umwelt funktioniert oder eben nicht funktioniert? Das sehe ich direkt an meiner Forschung selbst, wo ich diesen mehrjährigen Weizen habe, was noch eine relativ natürliche Pflanze ist, die noch nicht unter Züchtungsdruck steht. Wenn ich da das Samenmikrobiom anschaue, habe ich eine ungefähr 100-fache Diversität, wie wenn ich einen einjährigen Weizen, ganz normalen Winterweizen, das Samenmikrobiom anschaue. Es ist jegliche Diversität verloren gegangen durch diese intensive Züchtung über 10.000 Jahren und auch natürlich die Interaktion mit den Mikroorganismen und der Umgebung wird, wobei diese Züchtungsstudien natürlich auch immer sehr schwierig sind, weil man quasi keine Kontrollgruppe hat dazu. Das heißt, aber es wird schon vermutet, dass die Züchtung sehr stark das Mikrobiom beeinträchtigt hat und auch die Interaktion mit dem Mikrobiom. Dann kommt hier, ich beschäftige mich mit dem gleichen Thema, aber von der Praktikerseite, in dem Fall mit Komposttee. Und da wissen wir, dass wir gerade auf der aeroben Seite ja auf der guten Seite sind und auf der anaeroben die schlechten. Das heißt, die Äpfel werden ja anaerob gelagert. Das heißt, die Guten gehen irgendwann flöten und dann haben wir räuberische Aktivität. Und das heißt, die Guten werden letztendlich aufgefäspert. Und von dem her muss man, glaube ich, diese ganze Lagerung prinzipiell überdenken. Ja, wobei wir sehr ungern mittlerweile von diesen guten und schlechten Mikroorganismen sprechen, weil es im Normalfall einfach das Zusammenspiel ist. Ist nur einer von diesen schlechten da, ist das überhaupt kein Problem. Aber es ist einfach, sobald diese Dysbiose, sobald sie überhand nehmen, und können sie zu einem Problem werden. Und per se, ich meine, Erde ist natürlich auch anaerob in den tieferen Schichten und da ist schon eine gewisse Diversität da, die gut ist und gefördert wird. Ja. Also, ich erlaube noch eine Frage, das heißt, ihr kommt aber 2 Minuten später zum Essen. Liegt nicht an mir. Ich mache es ganz schnell. Meine Frage ist, wo vermehren sich diese Bakterien am liebsten? Temperatur, Feuchtigkeit, was spielt da eine Rolle? Das Habitat von den Bakterien so allgemein? Das kann man leider allgemein nicht beantworten. Jede einzelne Bakterienspezies hat seine eigenen Lieblingsbedingungen und es gibt Millionen von Spezies und jede bevorzugt an. Manche mögen Sauerstoff, manche keinen Sauerstoff, manche 37 Grad wie im Körper, manche 23 Grad wie Also da kann ich leider keine spezifische Antwort dazu geben.